Ideen für eine Straßenverbindung von den USA durch die Wildnis von Kanada nach Alaska gab es schon in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Der enorme Aufwand im Vergleich zum ökonomischen Nutzen ließ damals die Politiker in beiden Ländern zögern. Nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 und dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg war klar, dass Alaska Angriffsziel der japanischen Armee werden könnte. Die veränderte militärstrategische Situation führte dazu, dass im März 1942 die Regierungen beider Länder übereinkamen, die Straße zu bauen. Es wurde vereinbart, dass Kanada das Wegrecht erteilt und Baumaterial zur Verfügung stellt und die USA die Leitung und Finanzierung übernehmen und die Arbeitskräfte stellen. Noch im gleichen Monat begannen die Arbeiten an der Straße, die in gebührendem Abstand zur Pazifikküste von Dawson Creek, Kanada, über eine Strecke von etwa 1500 Meilen nach Delta Junction in Alaska führen sollte. Am ambitiösen, hochriskanten Unternehmen, das fortan Alaska Highway genannt wurde, beteiligten sich 10.600 Soldaten, davon waren 3.700 Afroamerikaner und etwa 16.000 Angestellte ziviler Kontraktfirmen. Zuerst baute die Armee eine einspurige Pionierstraße in der vorwiegend unbewohnten, nicht kartografisch erfassten Wildnis. Es wurde 7 Tage in der Woche bei Regen und Schnee oder bissiger Kälte, teilweise bis 40 Grad unter Null, gearbeitet. Das Gelände war sehr schwierig, es mussten bislang unbekannte Probleme wie Torfsümpfe und Permafrostflächen überwunden werden. Über 130 Holzbrücken wurden gebaut. Trotz der Probleme wurden von den militärischen Bautrupps beim Bau der Pionierstraße Tagesleistungen von bis zu 10 Kilometer geschafft. Die Pionierstraße ist bis heute an gewissen Stellen erhalten geblieben, so auch am Soldiers Summit. Bereits 6 Monate nach Beginn der Arbeiten, am 24. September 1942, trafen südöstlich von Whitehorse beim heutigen Contact Creek die gegeneinander vorrückenden Bautrupps zusammen und schlossen die verbliebene Lücke in der Pionierstraße. Einen Monat später, am 25. Oktober 1942, reichten sich nordöstlich von Whitehorse bei Beaver Creek die Bulldozerfahrer die Hand. Am Soldier Summit, einem Aussichtspunkt über dem Lake Kluane, fand am 20. November 1942 bei minus 26 Grad die Einweihungszeremonie für die militärische Pionierstraße statt. Surely this road will rank for all time among the greatest engineering feats the world has ever seen. From Dawson Creek to Fairbanks in Alaska, a distance of 1,650 miles, American Army engineers have punched through this highway at the blitzkrieg speed of 8 miles a day. Höhepunkt war das Durchschneiden eines Eröffnungsbandes mit einer Schere. Von dieser wurde später eine Hälfte dem kanadischen Ministerpräsidenten Mackenzie King und die andere Hälfte dem US-Präsidenten Roosevelt übergeben. Die denkwürdige Schere von der Einweihungszeremonie hat unsere Aufmerksamkeit und Neugierde geweckt. An verschiedenen Punkten unserer Reise über den Alaska Highway haben wir versucht, mindestens die kanadische Hälfte der Schere, die mit einer Plakette aus Yukon-Gold verziert sein soll, für Dokumentationszwecke aufzuspüren. Trotz tatkräftiger Hilfe verschiedener rühriger Beamtinnen ist unser Vorhaben gescheitert. Wir hoffen, dass die gesuchte Scherenhälfte früher oder später den Weg zum Alaska Highway zurückfinden wird. Sicher wäre das McBride Museum in Whitehorse ein würdiger Ausstellungsort. Nach der Eröffnungszeremonie gingen die Arbeiten
ausgeführt durch zivile Kontraktfirmen unter Leitung der US Public Road Administration, unvermindert weiter. Aufgabe der Kontraktfirmen war es, mit Hilfe der Pionierstraße eine permanente Straße zu erstellen. Der Belag und die Linienführung wurden stufenweise verbessert. Die Holzbrücken wurden durch Stahlkonstruktionen ersetzt. 1947 wurde der Alaska Highway für den zivilen Verkehr freigegeben. Die Straße, obwohl ständig verbessert, behielt noch lange ihren abenteuerlichen Charakter. Legendär ist der hier gezeigte sogenannte Selbstmordhügel. Heute ist die Straße durchgehend 11 Meter breit und asphaltiert. Sie kann mit Personenwagen und Wohnmobilen problemlos befahren werden. Im Folgenden werden einige Videoaufnahmen gezeigt, die während unserer Reise über den Alaska Highway entstanden. Da unser Ankunftsort Anchorage war, beginnt die Reise am offiziellen Endpunkt des Alaska Highways in Delta Junction bei Meile 1422 respektive Kilometer 2288 und endet in Dawson Creek bei der offiziellen Meile 0. Delta Junction war Endpunkt des Alaska Highways, weil hier ein Anschluss an den Richardson Highway besteht, der von Valdez an der Pazifikküste nach Fairbanks führt. Die Strecke Delta Junction Fairbanks beträgt etwa 150 Kilometer. Bereits einige Kilometer außerhalb von Delta Junction bekommen wir einen guten Eindruck von den größeren Brückenwerken des Alaska Highways. Die Brücke über den Gerstle River wurde 1944 gebaut und hatte eine Länge von 554 Meter. Auf unserer Weiterfahrt zum kanadischen Teil des Alaska Highways zum Kluane National Park mit dem Soldier's Summit und der Geisterortschaft Silver City durchfahren wir Wälder mit Black Spruce, der Schwarzfichte. Die schlanken Bäume gedeihen auch auf Permafrostböden. Die Geisterortschaft Silver City ist die größte sogenannte Ghost Town des Yukons. Die Blockhäuser entstanden während des Goldrausches, der hier anfangs des 20. Jahrhunderts stattfand. Silver City war damals Wohn- und Ausrüstungsort für Goldgräber. Während des Baus des Alaska Highways erlebte die Ortschaft ein kurzes Auferstehen. Offensichtlich das letzte, denn der Zerfall der Blockhäuser scheint jetzt unaufhaltsam. Auf der Straße von Whitehorse Richtung Watson Lake durchfahren wir Wälder, die hauptsächlich aus White Spruce, weiße Fichten, bestehen. Diese haben deutlich ausladendere Äste als die Schwarzfichten. In verschiedenen Gegenden von Alaska und Kanada werden Fichten und Föhren von Borkenkäfern angegriffen und sterben großflächig ab. Der momentane Befall ist außergewöhnlich und epidemisch, wahrscheinlich durch die Klimaerwärmung begünstigt. Die Teslin River Brücke liegt etwa auf halbem Weg zwischen Whitehorse und Watson Lake. Sie wurde 1944 gebaut und ist 447 Meter lang. Zwei Kilometer südlich der Teslin River Bridge überquert die Nisutin Bay Bridge den Teslin Lake. Sie wurde 1956 fertiggestellt. Mit einer Länge von 584 Meter ist sie die längste Brücke des Alaska Highways. Berühmt wurde Watson Lake bei den Touristen durch den Schilderwald. Hier setzen sich Zehntausende von Besuchern aus aller Welt ein kleines Denkmal, indem sie das Schild ihrer Ortschaft an einem Pfosten annagelten oder anschraubten. Man muss sich schon fragen, wie die teilweise sperrigen europäischen Schilder den Weg im Touristengepäck nach Kanada fanden. Initiator des Schilderwaldes, freiwillig oder unfreiwillig, ist Soldat Carl Lindley aus Danville, Illinois.
1942 macht er, wahrscheinlich aus Heimweh, die Öffentlichkeit mit dem Ortsschild seines Wohnortes auf sein Problem aufmerksam. Eine Mitarbeiterin des Visitor Centers zeigt voller Stolz auf das Original des Danville-Schildes. Die Zahl der Schilder wird statistisch erfasst. Bei unserem Besuch endete sie 2016 mit fast 84.000 Schildern. Der Erfolg des Schilderwaldes in Watson Lake blieb offensichtlich nicht unbemerkt und provozierte Nachahmung unter anderem in der Toad River Lodge. Tausende von Mützen zieren dort die Decke des Restaurants und des Verkaufsladens, wo Touristen ihre Kopfbedeckung als Tatbeweis ihres Besuches zurückgelassen haben. Periodisch warnen Tafeln vor tierischem Gegenverkehr. Beim Zusammentreffen mit etwa 60 Bisons ist das Interesse nicht gegenseitig. Einige Tiere passieren das Auto fast zum Greifen nah, ohne uns überhaupt zu beachten. Bevor wir den Summit Pass erreichen, kündigen sich die nordwestlichen Ausläufer der Rocky Mountains an. Wir überqueren die 307 Meter lange Lower Liard Bridge, die 1943 gebaut wurde. Sie findet besondere Beachtung, da sie die einzige verbliebene Hängebrücke am Alaska Highway ist. Die größere Schwesterhängebrücke über den Peace River ist 1957 eingestürzt. Der Aufstieg zum Summit Pass erinnert an Verhältnisse in den europäischen Alpen. Der Summit Pass ist mit 1295 Meter der höchste Punkt auf dem Alaska Highway. In der Nähe befindet sich der Summit Lake. Etwa 30 Kilometer vor Dawson Creek verlassen wir auf einer Nebenstraße den Alaska Highway, da wir die historische Kiskatinaf-Brücke besuchen wollen. Es handelt sich um die älteste Holzbrücke auf dem Alaska Highway. Sie wurde 1942 und 1943 gebaut und ersetzte damals die ursprüngliche Pionierholzbrücke am Talgrund. Die heute noch vorhandene Brücke ist leicht gebogen und 249 Meter lang. Sie war bis 1978 in Betrieb, musste dann aber mit dem Aufkommen der Öl- und Gasindustrie ersetzt werden, da sie der Belastung nicht mehr standhielt. Mit der Aufgabe der Brücke wurde der Highway um ca. 10 Kilometer verlegt. Einfahrt in Dawson Creek auf den allgemeinen Platz neben dem Highway. Hier ist ein fahrbares, wahrscheinlich das kleinste Visitor Center des Highway parkiert. Im Hintergrund das Schild der Meile Null. Das eigentliche Meile Null Monument steht mitten in einem Straßenrondell vor dem Alaska Highway House. Dies beherbergt eine interessante Ausstellung, unter anderem mit einem Modell der Kiskatinaf-Brücke. Da wir den Alaska Highway entgegen der Konvention von Norden nach Süden gefahren sind, ist unser Endpunkt nicht Meile 1422 respektive Kilometer 2228, sondern Meile 0. Eigentlich ist auch diese Distanzangabe nicht ganz richtig, denn während der mehr als 70 Jahre dauernden Unterhalts- und Verbesserungsarbeiten ist die Strecke um etwa 60 Kilometer verkürzt worden. Zusammen mit jährlich etwa 100.000 Touristen haben wir uns der Faszination des Alaska Highways hingegeben. Wenn man heute die Straße durchfährt, die in ihrer Grundausstattung in nur 8 Monaten in die subpolare Wildnis geschlagen wurde, wird einem die Entschlossenheit und Willensstärke der seinerzeitigen Erbauer bewusst. Die Straße ist heute nicht nur touristisch ein Juwel, sondern ein historisches Denkmal.